Und da muss man einfach mal sagen und auch mal klarstellen, dass das jetzt eine ganz wichtige und richtige Entscheidung war. Auch wenn sie, wie ich es anfangs gesagt hatte, eine schwere Entscheidung war, aber es ist vernünftig. Wir wollen den FC Gießen auf vernünftige Beine stellen. Wir wollen nicht die Fehler machen, die vielleicht in der Vergangenheit gemacht wurden. Ja, warum der Verein natürlich auch so in die Schieflage geraten ist. Und deswegen sehen wir es als vollständig richtige Entscheidung an, diesen Rückzug gestern eingereicht zu haben. Also natürlich war es ein Prozess, der über einen längeren Zeitraum ging. Wir haben die Unterlagen eingereicht bei der Regionalliga Südwest, hatten daraufhin auch eine Ortsbegehung hier, was am Waldstadion alles noch gemacht werden muss. Und es ist vielleicht auch mal ganz interessant, dass da die Statuten der Regionalliga Südwest sich doch auch, ja, dass die angehoben wurden. Man hätte zum Beispiel neben unserem Flutlicht, hätten wir ein Ausweichstadion gebraucht. Wir hätten eine komplette Umfriedung unserer kompletten Stehplätze haben müssen. Da gehe ich auch gerne mal weiter ins Detail. Also eine Umfriedung hier für unser Waldstadion hätte bei 48.000 Euro gelegen, nur dass die Stehplätze einen Käfig praktisch haben. Ja, Flutlichtanlage hätten wir mit mobilen Flutlichtanlagen genehmigt bekommen, aber die hätten natürlich auch gemietet werden müssen für die Heimspiele. Wir brauchten ein Ausweichstadion, auch das war ein Thema gewesen, ja, was wir hätten finanzieren müssen. Also es war sicherlich auch ein Signal nach außen hin, dass man jetzt wirklich halt auch anfängt beim FC Gießen, ja, einfach die Vernunft walten zu lassen, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, wir wären natürlich gerne aufgestiegen. Auch wir haben uns auf das Aufstiegsspiel gefreut. Die Jungs haben sich darauf gefreut. Wir wissen, was die Jungs geleistet haben in diesem Jahr. Aber man kann auch sagen, wir haben auch jetzt 2 Monate lang alles dafür getan, um praktisch alle Unterlagen zusammenzubekommen. Und ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, wir haben es auch geschafft. Also wir hatten ein Ausweichstadion, wir hatten eine Bürgschaft, wir hatten alle diese Dinge vorliegen. Es gab keinen Grund, aber der Grund war, dass wir uns dann zusammengesetzt haben und wirklich dann einfach entschieden haben, Mensch, der FC Gießen müsste sich wieder in allen Belangen strecken. Man hätte dann ständig wieder, es dürfte nichts schiefgehen in einer Saison und wir haben es einfach nicht als richtig angesehen, das wieder zu tun und deswegen kam der Rückzug und zumal wir auch, denke ich, die dringende Aufgabe haben, den ganzen Verein mal zu sehen. Wir haben eine erste Mannschaft, wir haben aber auch einen Jugendbereich, den ich mal ansprechen möchte, wo dringender Nachholbedarf ist, wo wir dringend etwas tun müssen. Da ist unendlich viel Potenzial bei unserer Jugend und das sind alles Dinge, die wir mal im großen Ganzen sehen müssen und auch sehen wollen. Und deswegen sehen wir uns besser aufgestellt im nächsten Jahr. Aber ich werde unseren Fans, unseren Zuschauern, unseren Gönnern, die natürlich teilweise jetzt vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht sind, aber auch versprechen, dass wir nächstes Jahr natürlich wieder eine schlagkräftige Gruppe zusammen haben, um auch im nächsten Jahr angreifen zu können. Deswegen sind da, glaube ich, viele mit d'accord. Klar, die ein oder andere negative Stimme gibt es natürlich auch über sozialen Medien. Die ich vielleicht sogar auch gerade mal so ein Stück weit vielleicht aufgreifen möchte. Nicht immer das Positive, sondern auch mich den kritischen Fragen mal stelle. Wenn ich da sehe, dass ehemalige Trainer des VfB 1900 Gießen dann heute über soziale Medien den FC Gießen vorwerfen, das Management hätte da schlecht gewirtschaftet oder man würde da irgendwelchen Dingen hinterherrennen. Also das muss ich einfach mal ganz klar sagen. Da komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, weil ich da sage, gerade weil jetzt richtige Entscheidungen getroffen wurden, stehen wir hier, wo wir stehen. Und wer hätte damit gerechnet, dass diese Mannschaft dieses Jahr in der Hessenliga oben mitspielt, um Aufstieg mitspielt? Wer hätte damit gerechnet, dass wir hier wieder wachsen können, wieder eine Basis, wieder ein Fundament bekommen? Wenn man ganz ehrlich ist, haben das doch nicht viele zugetraut. Und das ist passiert. Und ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, den FC Gießen gerne zu unterstützen. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer, der hierher kommt, der 7 € seine Eintrittskarte bezahlt, der das Team unterstützt. Weil das Team hat es wirklich auch verdient. Und auch die Leute, die jetzt da sind, haben es verdient. Und ja, wenn ich dann sowas lese, glaube ich, hat man vielleicht auch zu wenig Wissen darüber. Und ich glaube, da sollten wir auch langsam mal anfangen, die Ellenbogen ein bisschen runterzufahren. Ja? Weil die Menschen, die jetzt hier sind, die jetzt sich dieses ganze Konstrukt aufgesetzt haben, die können nichts für irgendwelche Altlasten, die können nichts für irgendwelche Dinge, die aus der Vergangenheit passiert sind. Ich glaube aber, dass man bewiesen hat in diesem Jahr, dass wir auf einem guten und vernünftigen Weg sind, dass wir vieles anders machen wollen. Aber trotzdem ist auch noch viel Arbeit vor uns. Das kann man natürlich nicht einfach mal schnell in 12 Monaten erledigen. Aber ich glaube, wir sehen auch jetzt, dass, wie gesagt, was wir alles brauchen, ja, dass wir viel Arbeit noch vor uns haben. Und deswegen glaube ich, sollte man da auch über die sozialen Medien immer vielleicht dann auch erstmal so ein Stück weit überlegen, Mensch, die Leute, die jetzt wirklich mit Herzblut hier dranhängen, mit Leidenschaft, und dann so eine Entscheidung zu treffen, das sollte eigentlich dann schon ein Stück weit Respekt zollen.
sicherlich ist der ein oder andere darüber jetzt ein Stück weit enttäuscht, wie wir natürlich selbst ja auch. Aber sind wir auch mal ganz ehrlich und drehen das mal alles vor die Saison, wer hätte damit gerechnet, dass wir das erreichen, was wir dieses Jahr hier erreicht haben, mit allem drumherum, mit unserem sportlichen Erfolg, mit unserem, was dahinter läuft, hinter der Mannschaft, was hier im Waldstadion passiert ist über dieses ganze Jahr, das ist phänomenal. Und da muss man einfach mal ein großes Danke sagen. Und es ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig, wenn man sowas führt, dann halt vielleicht auch ab und zu mal die Emotion so ein bisschen herauszunehmen und wirklich die wirtschaftliche Seite zu sehen und auch ja, die Perspektive zu sehen und wo hat man den besseren Weg. Und der Verein steht einfach über allem und man weiß die Vergangenheit vom FC Gießen, dass sie schwierig war und wir wollen es jetzt einfach im Endeffekt besser machen. Und ich glaube, deswegen war es auch ganz, ganz wichtig. Aber auch natürlich der Trainer war in diese Entscheidung involviert. Da haben natürlich Gespräche stattgefunden. Also auch da werden wir keine Alleingänge machen. Natürlich sind wir alle gleichermaßen ein Stück weit enttäuscht, aber sagen auch alle, dass es einfach die richtige und vernünftige Entscheidung war.